So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike. So, wir haben das letzte Mal bei Mission 19 Healing Touch aufgehört, sehe ich gerade. Ah ja, dann kommen wir jetzt zu ein paar von den schwersten Missionen. Ich freue mich, yay! Wobei Healing Touch ist wieder eine von den Missionen, die in der Advance-Kampagne eigentlich einfacher sind als in der normalen. Naja, egal. Jake und Chess passen hier erstaunlich gut schon, weil ich brauche hier meinen Panzer-Squad. Jake hat sogar schon den Sand Scorpion drin, das ist super. Allerdings. Jake mit seinem Rang 10 mittlerweile. Freie Auswahl bei allem. Die Star Power brauchen wir hier nochmal. Der ganze Rest. Der passt so. Bei Chess. Kriegt hier auch einen Sandskorpion. Die hat leider den zweiten Teamwork noch nicht, aber egal. So, das passt soweit. Hier auf dieser Seite. Mit wem spielen wir denn das am besten? Moment mal ganz kurz. Also ich habe schon einen Haufen Flieger hier. Ein Eagle wird sich an der Stelle teilweise sogar schon lohnen. Ist, ob es irgendjemanden gibt, der sich noch mehr lohnt. Was packt man den Eagle dann in die Skills rein? Teamwork und Star Power und Luck sind sowieso Standard für mich. Dann eine Fähigkeit haben wir ja noch. Das ist echt schwierig. Dem da hinten brauchen wir gerade nichts. Geben wir ihm mal den Road Attack. Weil ich, soweit ich weiß, sind hier eine Menge Straßen. Zumindest die Straßen überall rund um die Kristalle und da interessiert es mich ja, dass ich da richtig viel Schaden mache. Ansonsten. Ich muss Sammy noch ein bisschen mit Skills ausstatten. Die kriegt auf jeden Fall ihr Teamwork. Star Power hat sie noch nicht mal. Schwierig, schwierig. Kriegt sie noch Road Attack und den Bruiser. Das sollte dann aber reichen. Ich probiere es mal auf diese Art und Weise. Ich habe es jetzt noch nie mit Sammy und Eagle auf dieser Karte probiert. Jake und Chess habe ich aber standardmäßig auf der roten Seite. So. Die da unten müssen zuerst weg, weil die stören mich sonst bloß. So, dann. So, erstmal hier diese Infanterieeinheit da weg. Du kommst sowieso an nichts anderes ran. Mit dem Megatank gehen wir dahin. Der Jäger hier muss auf jeden Fall weg. Da lasse ich das sehr ungern stehen. Und
Schlageinheiten mag ich auch nicht, sofern ich Flieger habe. Den stellen wir mal dahin. Der Raketenwerfer wird zwar dann von unten beschossen, aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Sterne haben wir erst einen halben. Dann lassen wir Jake noch weiter hier vorne. So. Der erreicht hier nichts. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Kommt denn dieser Raketenwerfer? Wie viel Schaden macht man denn hier? 94, das ist mir noch ein klein bisschen zu wenig. Der kommt dann nicht heran. Hier wegmachen. Der Transportkopf hier steht mir übelst im Weg. Beiden blockieren wir die da unten. So, das ist erstmal alles, was ich tun kann. Wer sich wundert, warum die trotz all ihrer niedrigen HP so viel Schaden machen, die haben 6 Com-Towers. Das ist 60% erhöhter Schaden. So lange hört man Candy Stream normal nie. Wir werden jetzt immer kürzer dann. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Jetzt haben sie zumindest schon mal 2 Com-Tower weniger. Das ist schon mal eine leichte Verbesserung der Situation. Wegschießen.
So. Dann lassen wir jetzt Chest nach vorne, damit wir in der nächsten Runde eine Attack Power machen können. So. Wie machen wir das jetzt? Erstmal hier die Ocam Tower capturen. Jäger brauchen wir sowieso nur noch für die paar letzten Flugeinheiten, also können wir die eigentlich auch opfern. Solange sie weniger Einheiten haben, ist das dann alles ganz gut. Sehr schön, der hat sich dann jetzt einsperren lassen mit den zwei Einheiten. Dann schauen wir mal, wenn die beiden Jäger wechseln, können wir vielleicht sogar schon eine Super voll haben. Ja gut, jetzt machen die erstmal eine Attack und da kann jetzt alles Mögliche schief gehen. Weil es eine 105%ige ist. Jetzt müssen wir einfach mal hoffen, dass ihre Priorität auf den falschen Einheiten liegt. Bei meiner roten Armee muss mir entweder das Megatank mit relativ viel überleben oder mein Neotank voll bleiben. Eins von den beiden muss passieren. Das ist das, was ich meine mit, das kann sehr viel schief gehen, einfach weil Chugger hier dran sitzt. Chuggers Schaden während seiner Supercore Power ist sehr, sehr random. Sollte ich die Maus aus dem Bild rausbewegen, anscheinend, so wie das jetzt aussieht. Das war's mit dem Bomber. Hauptsache er überlebt, das ist gut. Teile kriege ich weg. Also dann. Alles, was ich brauche, habe ich noch. Ich habe noch einen vollen Neotank und das ist alles, was ich brauche, um das Ganze hier jetzt einigermaßen noch zu beenden. Da hat dieser Kristall hier eigentlich noch 45. Das kriegen wir doch mit dieser Artillerie sogar hin. Wobei, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Igel kriegt seinen mit seiner Supercore Power weg, also habe ich schon gewonnen, ja, passt.
heißt, ich mache jetzt nochmal so viel Schaden wie möglich. Shake ran. Das reicht jetzt vollkommen aus. Lightning Strike. Aber das passt schon.